Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Gitarrenerd und zwar wieder zur Steve Vai Challenge. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, viel wird nicht sein, weil ich leider mit Corona im Bett liege. Wobei ich lag nur anderthalb Tage im Bett, danach musste ich wieder was machen. Aber ich habe es nicht wirklich geschafft, Gitarre zu üben. Also ich habe immer so Kleinkram gemacht, weil ich mich doch ein bisschen platt gefühlt habe. Aber eine Sache habe ich gemacht und zwar, ich bin den Song ein bisschen weiter durchgegangen. Ich werde euch zeigen, wo ich bin. Von den Videoparts, ich mache das ja mit einem Video von der Lick Library, das mega geil ist mit Guthrie Govan, glaube ich, hieß der. Wenn ich mich nicht irre, wenn ich den Namen überhaupt richtig ausspreche. Hammer-Gitarrist, habe ich ja schon mal erzählt. Und da gibt es, glaube ich, 4 Parts, wenn ich mich nicht irre. Und ich bin mit dem zweiten jetzt fertig. Was nicht viel heißt, weil das heißt, ich bin jetzt zwar theoretisch in der Hälfte der Parts, aber eigentlich vom Song her, glaube ich, bin ich jetzt im ersten Drittel fertig. Jetzt wird es langsam krass. Ja, ihr seht schon, hier, da ist es, First Step, Duck Walk und so weiter, ist nicht viel passiert. Aber ich habe gemerkt, ich habe ja heute wieder ein bisschen angefangen, richtig zu spielen. Die Finger sind weicher geworden. Das ist sowieso, die Hand ist ein bisschen kalt, aber gerade diese ganzen schnellen, ja, diese schnellen Sachen haben sich echt verbessert. Also, obwohl ich eine Woche lang nicht geübt habe. Ah, ist die Hand. Ja, man hört wahrscheinlich wenig. Ja. So, also ist wirklich flexibel geworden, auch glaube ich bei den ganzen Schnelligkeitssachen und so was. Ja, also das hat auf jeden Fall schon was gebracht, erstmal kurz Pause zu machen. Und ich denke, wenn ich nächste Woche wieder richtig anfange, dann gehen wir. Also was mein Ziel ist, ich werde nochmal den ersten First Step machen, den oder das Workout. Und ich denke mal, wenn ich mal angucke, ich gehe praktisch auf die 16. Das bedeutet, ich mache dann 100 BPM, 105 BPM, 90 BPM und 100 BPM. Also ich halbiere alles, bleibe aber trotzdem auf der, sag ich mal, doppelten Geschwindigkeit sozusagen vom Rechnen her. Und ich denke mal, ich will so 150, das wird schon krass, 150 auf Duck Walk 1. Aber ich werde es mal versuchen, nächste Woche durchzuprügeln, damit ich in meiner Timeline bin und dann hoffentlich den Sweepy jetzt dann reinnehme. Also das heißt praktisch, nächstes Ziel ist, das ein bisschen krasser zu machen, in die Sweepys reinzukommen, damit wir so ein bisschen Sweepy-Sachen machen. Und dann im dritten Monat, also im März, will ich auf jeden Fall in diese ganzen Legato-Sachen rein, weil Steve Vai hat einfach krasse Dinge. Wobei ich weiterhin diese ganze Koordinationssachen mache, denn natürlich auch da Alternate Pick ist bei dem einfach sehr, sehr schnell. Okay, das bedeutet, Fortschritt ist nochmal leider Beginner, also da hat sich noch nicht viel verändert. Motivation, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen hinterherhänge und ich sag euch was, eine Woche, leider muss man das sagen, eine Woche ist eine Woche. Also wir haben 52 Wochen im Jahr, ich weiß nicht mehr genau, müssen wir mal durch, oder 53, irgendwie sowas, oder 56, sagen wir 53, 52. Und das ist schon, wenn man dann 3 Wochen da rausnimmt, ist schon ein bisschen. Ansonsten habe ich so ein bisschen Probleme mit der Gitarre. Ich habe das Gefühl, die ist jetzt eingestellt und alles, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nicht so hundertprozentig, also gerade hier in den oberen Bünden, klingt das manchmal so ein bisschen schief. Ich weiß nicht, ob ich die ein bisschen zu hart vielleicht spiele, weil ich jetzt sehr an die Fender gewöhnt bin und deswegen ein bisschen hart hier reinkralle. Aber ich muss mich echt gewöhnen, wieder diese Weichheit und nicht dieses Fender-mäßige, ich prühl da drauf auf das Ding. Okay, also, wo bin ich denn letztens gelandet? Also, wir hatten ja den Anfang hier, werde ich erstmal nicht mitspielen, den übe ich immer wieder. Dann hatten wir dann war der hier. Genau, der war neu. Ja, der ist auch noch ziemlich hart. Das heißt praktisch, man muss hier eine Kralle bilden, nach oben banden, dann zurück auf die 12 und wieder zurück auf die 14. Der ist schon, ein bisschen psycho. Und dann... Ja, und das ist auch ultra schnell, so ein paar Jazz. Ja, man merkt, ich muss das Treffen lernen praktisch. Also wahrscheinlich werde ich es erstmal üben.
Ja, ganz langsam und dann. Ah. Ich muss auch mal gucken, in was für einem. Weil ich glaube, der war schon schneller. Naja. Also, das wird auf jeden Fall auch nochmal für die Finger relativ viel, weil ich die ganzen Sachen nochmal lernen muss. Also vom Fingering. Praktisch ist jetzt nicht so schwer, aber das will geübt werden. Ansonsten, was ich im Moment ziemlich viel mache, ich spiele ganz, ganz viel verschiedene Sample-Sachen ein für die ganzen Trap-Projekte, die ich gerade habe. Und da bringt mir das schon ziemlich viel. Also, dieses ganze Weigeknete hier benutze ich natürlich auch in den ganzen Projekten. Weiß nicht, irgendwelche neuner Akkorde, dann so ein siebener, muss mal gucken, wie ich das überhaupt greife, ja, so wahrscheinlich. Ja, sowas in der Richtung. Ja, also praktisch so kleine Sample-Packs und da bringt mir es natürlich auch sehr, sehr viel. Einfach so verschiedene Griffmuster von diesen ganzen Wei-Sachen hier praktisch zu lernen. Auf jeden Fall sehr cool. Wie gesagt, muss ich auf jeden Fall auch nochmal alles durchgehen. Dann habe ich mir nochmal das Wei-ology-Buch ein bisschen reingezogen, weil das ging auf jeden Fall, ein bisschen lesen konnte ich. Und ja, es ist, also ich habe ja schon letzte Woche gesagt, man muss sich da wirklich reinfinden. Ich habe auch einen Schüler, mit dem ich über Skype Unterricht mache, der will das jetzt auch so ein bisschen wissen, wie das Ganze harmonisch funktioniert, wie man das zusammenbringt. Und da ist natürlich das Wei-ology-Buch sehr gut. Wobei ich sagen muss, ich habe ja schon mal gesagt, das ist schon nicht so ohne. Also wer sich das holt, der kann nicht erwarten, dass er das mal schnell durchliest und sofort weiß, naja klar, so funktioniert Harmonielehre. Das will schon gespielt werden und das will auch analysiert werden, sage ich mal, dass man einfach schon mal alle Intervalle kennt, ja, dass man auch im Ohr hat, weil ist ja ein sehr, sehr, ja, Gefühls- und Ohrmensch, das heißt, der will, dass man jede Note, so ein bisschen Hendrix wahrscheinlich, der in Farben gespielt hat, dass man für jede Note eine eigene Farbe hat, ja. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so versiert, dass ich hier eine Farbe sehe und hier eine Farbe und hier eine Farbe, ja, vielleicht hier eher dunkle Farben. Ja, und hier eher grelle Farben und sowas, aber ich spiele natürlich nicht in der Farben. Aber trotzdem finde ich das Buch sehr, sehr gut. Also wer wirklich harmonietechnisch für die Gitarre was lernen will, es ist nicht das leichteste Buch, auf gar keinen Fall, aber ich habe auch das Buch Die neue Jazzlehre. Meine Fresse, das ist so ein Klopper, also wirklich, das ist so ein Klopper. Und schon in den ersten 3, 4, 5 Seiten verliert man relativ schnell den Faden, wenn man da nicht wirklich sich das aufschreibt, die Intervalle, wie die miteinander laufen und so. Harmonielehre ist ja an sich nicht so ultra schwierig, muss man ja wirklich sagen. Es ist nicht so ultra schwierig, weil man soll das ja sofort rübernehmen auf die Gitarre. Und gerade bei mir ist es ja so, wenn ich zum Beispiel jetzt Samples baue, wenn ich Musikideen baue, dann ist da ein bisschen Harmonielehre natürlich dabei, dass ich praktisch irgendwie einen Akkord nehme und mir überlege, na gut, ich bin in A-Moll. So, was könnte der nächste Akkord sein, um Spannung zu erzeugen? Aber ganz oft ist es natürlich bei mir beim Ohr, dass ich mir praktisch irgendwie eine Note nehme. Das ist meine erste Note und jetzt gucke ich mal. Ja, ist gut. Dann ist auch okay. Ja, und was ist für ein Akkord jetzt? Also ihr merkt, das ist so ein, naja, wobei ich könnte es so machen. Ah, dann hätte ich die leere Seite. Also, dass ich praktisch höre, welche Noten ich drin haben will in meinem Akkord und dann anfange praktisch hier zu zupfen und mir Zupfmuster anzugucken. Natürlich gucke ich dann später, um einfach dann Melodien dazu zu bauen, gucke ich mir schon an, was ist für ein Akkord. Also praktisch, was habe ich hier? Habe ich die Terz? Welche Terz habe ich? Welche Note ist das hier? Welche Note ist das? Und dann, ja, kann ich den Akkord benennen, um einfach mal für mich selbst zu schreiben, was es ist. Und später vielleicht, falls ich nochmal jemandem das verkaufe und der fragt, Alter, was für Akkorde spielst du? Ich will irgendwie einen Basslauf bauen. Dann kann ich ihm sagen, ja, ist ein D-Moll-Sus-2 oder sowas. Also dafür ist das ganz gut. Wichtig ist, dass man nicht vergessen sollte, diese Theorie sofort rüber ins Spielen zu bringen. Ansonsten vergisst man das unglaublich schnell. Also ich habe Theorie, ich glaube, 4 oder 5 Mal in meinem Leben habe ich musikalische Theorie gelernt
Und die ersten beiden Male habe ich es sofort vergessen, weil es mir auf dem Klavier gezeigt wurde. Also C-Dur-Tonleiter, Modes und so weiter. Hat mir nichts gebracht, weil ich konnte es zwar hören, ich konnte zwar sagen, ja gut, das klingt so und so, aber das irgendwie reinbringen, naja. Jetzt mittlerweile weiß ich, wenn ich einen bestimmten Modus bauen will, wenn ich was Trauriges bauen will oder etwas, das vielleicht ein bisschen offen ist, dass ich genau weiß, okay, dann in der C-Dur benutze ich dann vielleicht das F am Anfang. Ja, das klingt dann so ein bisschen, ich nenne es mal wolkig, offen. Man weiß nicht, wohin das richtig gehen will. Und dann weiß ich schon, welche Noten ich dann spiele. Auch natürlich, wenn ich dann später, ja. Ja, dann weiß ich auch, welche Noten ich spiele, um ein bestimmtes Feeling zu bauen. Wie gesagt, hat nur bedingt was mit der Harmonie für mich zu tun, weil ich halt trotzdem meine Scales hier habe und ungefähr anhand der Scales weiß, was ich spielen will. Wahrscheinlich, wenn man das alles auseinanderbricht, ist es Hälfte-Hälfte, dass ich Hälfte hier Harmonie praktisch reinbaue, weil ich ja gehört habe, wie das klingen soll. Ich weiß harmonisch, was da passiert. Ich weiß auch, welche Noten spannungsgeladen sind, also welche Noten ich spiele, damit spannend bleibt und vielleicht aufgelöst wird, aber das andere ist nach dem Ohr. Denn ich bin nicht so ein Fan von, wie nenne ich das? Von sehr, sehr, wie kann ich das nennen? Also vom Spielen, das wirklich sehr technisch ist. Dass man wirklich, ich sag mal so jazzig, dass man genau weiß, ey, über den Akkord spiele ich diese Noten, über den spiele ich die. Weil das für mich persönlich klingt das immer sehr, sehr starr. Es sind die richtigen Noten, gar keine Frage. Aber wenn ich dann die Sachen höre, die ich gerne höre, ja, die Sachen, die wirklich, ich sag mal, popular groß geworden sind, dann merkt man doch, dass ein Slash hier einfach Dinge gebaut hat, die nach Gefühl waren. Ja, guckt man sich so ein November Rain an, klassisches Beispiel, oder auch Bed of Roses von Bon Jovi. Ich glaube nicht, dass die angefangen haben, aber über den Akkord spiele ich das, 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 sondern einfach nach dem Gehör, nach dem Gefühl, und man merkt einfach ein krasses Gefühl, weil es halt mehr in Richtung, wie würde jemand vielleicht singen, wie würde jemand gefühlsmäßig denken und nicht, diese Note muss dahin oder sollte dahin, weil sie hier Spannung aufbaut. Ja, am Ende ist es wahrscheinlich relativ ähnlich, weil eine Note die Spannung erzeugt. Ob ich das weiß oder nicht, ist vollkommen egal, weil sie ja trotzdem Spannung erzeugt. Wenn ich es weiß, dann spiele ich sie extra. Wenn ich es nicht weiß, dann kann es sein, dass ich nach dem Ohr merke. Ja, man merkt schon, okay, da ist so eine bestimmte Auflösung. Ja, so viel zum Thema Harmonie. Da wollte ich gar nicht so viel bequatschen. Aber wie gesagt, holt euch auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, das Biology-Buch. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen ranmachen. Ich werde noch ein bisschen üben. Eine Prognose will ich noch gar nicht abgeben, ob ich es schaffe oder nicht, weil wir sind erst im Monat 1. Der Monat 1 abgeschlossen. So lala. Also es sollte ja eh so ein Reinkommen-Monat werden. Und ich denke mal, das ist ja geworden. Ich bin reingekommen in das Ganze. Ich habe ein Stück davon gemerkt. Ich kann es noch nicht so hundertprozentig geil spielen. Das wird noch eine Weile dauern. Aber ich hoffe, dass im Monat 8, 9, dass das hier ganz anders aussieht. Und ich muss wieder mit der Gitarre klarkommen. Also ich merke wirklich extrem krass, dass ich auf anderen Gitarren die ganzen Weihsachen ein bisschen leichter spiele. Aber ich will es ja auf der. Also, dann bleibt dabei, abonniert den Channel und wir sehen uns.